was, könnt ihr mir sagen, wie viele Leute bei euch drin sind? Ich weiß nicht, wie viele, aber die Bluten hier ist überall alles voller Blut. Okay. Kannst du jemanden essentiell, hast du schon mal einen Erste-Hilfe-Kurs oder was gemacht? Kannst du den Leuten da drin helfen? Ja. Okay, pass auf. In Anzing rast ein Auto in einen Reisebus. 15 Verletzte. Es ist nur eine Übung mit geschminkten Schauspielern. Trotzdem, die Organisatoren haben alles so realistisch wie möglich nachgestellt und so aufwendig wie noch nie. Ziel der Übung ist es, das Zusammenspiel der einzelnen Kräfte zu proben. Als erstes vor Ort ist die Feuerwehr und Anna. Als erste Sanitäterin am Unfallort zu sein, bedeutet für sie, sie darf den Menschen erstmal nicht helfen. Sie muss die Lage sondieren, sich einen Überblick verschaffen. Für sie keine leichte Aufgabe. Ich werde jetzt sagen, gemeinsam mit unserem mein Melder, dass ihr da mal sichtet. Wir fangen hinten mit der Befreiung an. Genau, und die Idee wäre, dass wir eine verletzte Sammelstelle irgendwo da vorne machen. Okay. Anna steht kurz vor dem Abschluss ihres Staatsexamens zur Notfallsanitäterin. Die Übung gehört quasi zu ihrem Job. Eigentlich hatte sich die 23-Jährige gewünscht, heute auch als Notfallsanitäterin zum Einsatz zu kommen. Jetzt aber muss sie organisieren und koordinieren. Wenn man als Rettungswagen ankommt und der Erste bzw. der Zweite an der Stelle ist, dann erwarten einen einfach gewisse Aufgaben. Das sind eben in der Regel organisatorische Aufgaben. Da läuft dann noch nichts Medizinisches im ersten Moment für uns ab. Das ist immer ganz schwierig, weil die Patienten das nicht verstehen. Die sehen, da sind Leute und die wollen einem helfen. Und man selber steht aber da und sagt, ich kann euch gerade nicht helfen, weil ich muss erstmal irgendwo einen Überblick verschaffen. Ja, mir hilft doch keiner. Ich warte schon die ganze Zeit. Ja, schau mal her, schau mich mal an. Ich warte die ganze Zeit und es kommt einfach keiner. Schau mich mal an, okay? Schau mal, du siehst, hier sind ganz viele Leute, die versuchen zu helfen. Ich verstehe, dass du Schmerzen hast, aber dir kann nur jemand helfen, wenn du da vorne bleibst und man dich sieht. Da hilft mir aber auch keiner. Organisiert hat die Großübung das Bayerische Rote Kreuz Ebersberg. Mit dabei sind das THW, die Feuerwehr, Sanitäter, Notärzte, Krankenhauspersonal, die Polizei sowie Schauspieler, Maske und Catering-Service. Insgesamt 450 Personen. Während der Übung muss jedes einzelne Szenario vorbereitet werden, muss beobachtet werden, muss Feedback gegeben werden, muss die Logistik gestellt werden, die Verpflegung gestellt werden. Das ist so der allergrößte Bereich. Und da ist natürlich die große Schwierigkeit, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, dass es letztendlich ein großes Ganzes gibt. Ein ganzes Jahr lang haben Anno und sein Team alles vorbereitet. Mehrere tausend ehrenamtliche Arbeitsstunden, sagt er. Sie sitzen in einem provisorisch eingerichteten Lagezentrum, in einem Gymnasium. Aber lohnt sich der ganze Aufwand? Also wir haben bisher aus jeder Übung dieser Art Handlungskonzepte, neue Einsatzkonzepte entwickeln können, was Kommunikation untereinander angeht. Aber auch was die ganzen Hintergründe, die Lageführung im Dokumentationssystem angeht. Und das ist natürlich was man eins zu eins genauso auf den realen Einsatz anwenden kann. Zurück bei Anna. Bei ihr laufen jetzt alle Informationen zusammen. Wie schwer sind die Patienten verletzt? Wer muss als erstes in die Klinik? Welche Notärzte brauchen noch Equipment? Gibt es freie Rettungswägen? Ihr kriegt in Kürze ein Auto zugeteilt. So. Reisebus, so. Du kriegst in Kürze ein Auto zugeteilt, bitte einfach hier sitzen. Dauert noch kurz. Maria, übernimmt diesen Patienten hier bitte. Ja? Ich brauche SK1 Schockraumanmeldung bitte. SK1 mit Schockraum, in Kürze intubiert, beatmet. Am Anfang entsteht natürlich ein riesen Missverhältnis zwischen Einsatzkräften und Patienten. Am Anfang haben wir viel mehr Patienten als Einsatzkräfte. Und das gilt es einfach zu koordinieren. Wer braucht als erstes Hilfe? Wer muss am schnellsten weg? Und das ist einfach eine Riesenaufgabe. Allmählich kommt alles in geregelte Bahnen. Die gemimten Patienten wurden alle erst versorgt und werden jetzt in ein Übungskrankenhaus gebracht. Auch bei Anna entspannt sich die Lage. Max, Bett läuft. Bitte mit einem Ohr am Funk mithören. Die Übung kommt zum Ende. Für Anna war es eine ungewohnte Tätigkeit. Ich bin ja auch noch in der Ausbildung. Für mich war das jetzt auch eine der ersten Male mit so einer riesengroßen Lage. Von dem her, ja, also endlich war es dann doch jetzt ein bisschen viel. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich jetzt wieder einfach meiner üblichen Aufgabe nachgehen darf. Für ihren Einsatz bekommt Anna trotzdem gutes Feedback. Gut gemacht. Mach dir jetzt noch nicht zu viel Kopf. Naja. Es sind zu viele Eindrücke und ja. Du musst jetzt echt verarbeiten. Ich habe mein Bestes getan. Es ist auch dementsprechend angenommen worden. Und jetzt muss man halt dran arbeiten, an das, was vielleicht nicht so gelaufen ist. Jetzt aber freut sich Anna erstmal auf ein warmes Bett und eine warme Dusche. Thank you.